Hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Franbo hier im, ja, im Gemüseland, mitten im Gemüse irgendwo, ja, wie jeder kennt's, jeder, bei jedem ist es beliebt, jeder hat's schon mal gesehen, wenn kleine Mädchen irgendwo von gefährlichen Klippen stürzen, ist es ja ein Gang und Gäbe, dass sie dann irgendwo im Kirschblütenland als Baumreinkarnation wiedererwachen und dann von einem Karottengemüse mit zugegebenermaßen sehr schicker Frisur attackiert werden. Während irgendwelche alten Wurzelknollen Gedanken verloren im Boot sitzen bleiben. Ja, und dann weiß natürlich auch jeder, was es zu tun gilt. Wir gucken uns erstmal die eben jenes Gemüse an. Hör auf, meine Freundin anzugreifen, du Karotte. Hast du die Tasche schon gefunden? Ich glaube, diese Kreatur will mich töten. Wo ist die Tasche? Ich habe keine Ahnung. Aber erinnerst du dich an die Tasche meiner Mutter? Nun, die. Wie sieht deine Tasche aus? Komm schon, Kätzchen, erinnere dich. Sie war braun und klein. Beeil dich bitte. Okay, ja, wir wollen Fran nicht so lange da liegen lassen bleiben. Wer weiß, vielleicht ist das ein hölzernes Boot. Vielleicht ist das ja auch sehr freundlich gemeint. Ein altes Gemüse, das auf einem Boot sitzt. Ah ja gut, das hatten wir in der letzten Aufnahme, glaube ich, schon. So, hier geht's weiter. Hier ist die Tasche. Ich glaube, ich warte mal noch, bevor ich hier meine Gedanken zu verliere. Oh, diesen Stein nehme ich mit. Er glänzt. Ach guck, ist das süß. Das ist so süß. Okay, was haben wir hier? Ein Steg, da kommen wir aber nicht drauf. Wahrscheinlich, weil wir eine Katze sind und Katzen Wasser nicht mögen. Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Wobei, eigentlich müsste es jetzt so klingen. Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Aber aus Gründen des besseren Verständnisses tue ich einfach mal so, als hätte Mr. Midnight nichts in seinem Maul drin stecken. Ah. Arschlochsteg. Ich habe schon etwas Ähnliches gesehen. Sie drehen sich. Warte mal, können wir jetzt mit dem Stein? Benutze Mondstein mit Zahnräder? Haha! Zum Glück gibt's die Physik. Ich habe die Tasche und das nur, weil ich der Beste bin. A cat so clever as Magical Mr. Midnight. So, einen kurzen Moment mal, ich muss kurz mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Wartet mal, das blende ich hier gerade mal kurz ein. So, läuft, ja, wunderbar. Ich bin ein bisschen misstrauisch geworden seit der letzten Aufnahme, die ich nochmal machen musste. Von daher werde ich gleich auch mal eine kurze Aufnahmepause machen und dann geht's dann aber weiter. So, jetzt aber schnell, Fran. Warte mal. Ach, wir können auch in die Tasche gucken. Können wir uns das auch alles anschauen? Ein grüner Stift. Mit Pfoten malt es sich schlecht. Oh, das Bild ist hübsch. Damals war ich ein kleines Kätzchen. Ach, da ist er drauf. Ach, wie schön. Streichhölzer. Ein mysteriöses Buch. Das kann ich nicht lesen. Okay, das war... Ja, das haben wir doch von der Kröte geschenkt bekommen. Das ist gar nicht unseres. Ich glaube, Fran hat das irgendwo gefunden, bevor sie mich fand. Ich brauche kein Messer. Ich habe meine schrecklichen Trallen. Okay, was geben wir ihr? Können wir die Tasche... Tasche? Das Bild vielleicht? Das Bild ist hübsch. Mit Fran. Das tue ich nicht. Keine Ahnung, mit dem... Oder warte mal, pass mal auf. Jetzt gibt's... Vichy Soas.
Das klappt nicht. Okay, das klappt wirklich nicht. Keine Gemüsesuppe heute. Oder das Bild ihm zeigen. Oanum? Nikauka? Arunma? Paskinoltau? Hä? Wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Sie wollen dir helfen, Fran. Ich kann es fühlen. Ukeronga, Ippo! Hab keine Angst, mein Liebling. Kätzchen, halte sie auf, bitte! Verlass mich nicht! Ich werde bei dir bleiben. Galoppma, Galoppma! Ich mag die. Die sind ja süß. Mit denen würde ich gerne ein eigenes Spiel schon haben. Mit diesen beiden Wurzelgemüsen, so als die besten Freunde. Kapitel 3. Wachkoma. Oha. Itmen Baul Menokast Bezia Nihaula Oanum. Irschmau Iptem Korska Emitam Ulfriol. Korska, Zia O. Willkommen, Kreatur. Mein Name ist Zia. Sprichst du Mensch? Oh mein Gott, ja! Ja, tu ich! Endlich! Mein guter Freund Rüde hat mir erzählt, dass du ihm ein Bild gezeigt hast. Mit 4 Menschen und einer Katze. Ich nehme an, du bist eine von ihnen. Das kleine Mädchen. Vergib meinem guten Freund, falls er dich erschreckt hat. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Baum. Ja, lass mich erklären. Wir brauchen nicht sprechen, mein Kind. Dieser Samen zeigt mir alles. Ibtem Monak heißt Ekto, Ekto Bro, Ekto Prote. Lass mich mal sehen. Du bist gut, daran gibt es keinen Zweifel. Ein Sucher der Wahrheit. Das kommt in der Familie der Bows häufig vor. Ah, dein Name ist Fran, das Mädchen mit der Leidenschaft für das Leben. Ich sehe große Liebe zu der kleinen Kreatur neben dir. Eine Katze, Beschützer der Tore. Interessant. Siehst du alles in einem Samen? Also still. Ich sehe noch etwas. Der Samen verbirgt nichts. Ich sehe eine Welt, die niemand sehen sollte. Niemand. Außer einem. Was meinst du mit außer einem? Du meinst das Monster? Du solltest nicht hier sein, Fran. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, mein Kind. Ich verstehe. Aber wie kannst du mir dann helfen? Wir können dich jetzt nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich für uns. Du hättest nie von unserer Existenz erfahren dürfen.
Es muss einen Weg geben. Sag's mir, bin ich tot oder sowas? Tot? Was meinst du damit? Du weißt schon, wenn man nicht mehr da ist. Außerdem ist es nicht normal, ein Baum zu sein. Ich muss tot sein. Der Tod ist nur die Abwesenheit von Liebe. Sobald man keine Liebe mehr spürt, stirbt man. Selbst wenn sich der Körper noch bewegt. Dann bin ich nicht tot. Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen. Kleine Katze, komm näher. Lass dich ansehen. Wie heißt du? Mein Name ist Mr. Midnight. Das ist ein sehr schöner Name. Glaubst du, Fran sollte nach Hause gehen? Ja, das tue ich. Sag uns den Heimweg. Ich flehe dich an. Ich habe eine Frage. Bist du der König? Du bist herrlich. Ja, ich bin der König. Der König von Etherstar. Oh, welche Ehre, Eure Hoheit. Übrigens mag ich eure Blätter. Die sind schön. Hoheit, König, bitte, werdet ihr mir helfen? Warum wollt ihr denn so sehr nach Hause gehen? Der Samen erzählte mir eure Geschichte. Du hast nicht viel, zu dem du zurückgehen kannst. Es gibt trotzdem viele Gründe, Hoheit. Aber der wichtigste ist meine Tante. Sie wird mich beschützen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich jemand um mich kümmert. Ich bin total verwirrt und ich möchte da sein, wo es sich nach zu Hause anfühlt. Na, verstehe. Ihr seid sehr mutig. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte helft mir. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann. Aber ich werde dir helfen. Ich führe euch zu der Tür, die nach Hause führt. Aber ihr durchschreitet sie auf eigene Gefahr. Wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. Und wo ist diese Tür? Später. Eins nach dem anderen. Du musst in diesem Land gehen und sprechen können. Ja, das wäre wirklich toll. Ich fürchte, ich kann dir deinen menschlichen Körper nicht zurückgeben. Das kann nur der große Zauberer. Aber über ihn reden wir nach der Prozedur. Zuerst musst du unsere Sprache verstehen. Aber wie soll ich jemals eure Sprache verstehen? Ist diese Frucht. Was? Deine Ohren und Zunge werden verstehen können, aber nicht deine Augen. Das heißt, du wirst nicht lesen können. Macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann ja nachfragen. Entschuldigung, verstehst du, was ich sage, menschliches Wesen? Ja, tue ich. Ach, du klingst so nett. Unglaublich. Hast du ihn verstanden können, Kätzchen? Nein, habe ich nicht. Ich verlange eine Frucht für mich, die Katze, Eure Hoheit. Du brauchst sie nicht, Mr. Midnight. Unser Land besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Bald siehst du alles als deine eigene Welt an. Daran habe ich keinen Zweifel. Du schaffst das, Kätzchen. Und wisst ihr, warum ich ein Baum geworden bin? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, dir die Antworten zu geben. Nun, es ist Zeit für die Prozedur. Hast du Höhenangst? Ein bisschen, ja. Mir wird schwindelig. Wieso? Bring sie nach oben.
Sofort! Wohin bringt ihr mich denn? Was habt ihr mit mir vor? Du sollst Arme und Beine bekommen. Alles wird gut werden. Ich werde auf dich warten, Fran. Ich liebe dich. Ach, das arme Mädel. Wow, und ich muss mal was trinken gerade. Puh! Zum Glück habe ich mir einen Tee gemacht. Wow, wow. Ich weiß wirklich nicht, wie der sprechen soll. Also, mittlerweile wird es echt ein bisschen schwierig, tatsächlich. Guten... Ja, das passt vielleicht. Guten Tag. Mein Name ist Palontras. Und ich bin heute dein Arzt. Zu Diensten. Haha, Pluto! Nein, so nicht. Entschuldigung. Bist du der Notfall? Wow, fantastisch! Was für ein großes, schönes, flauschiges Ding! Entschuldigung? Oh, tut mir leid. Es ist nur so, dass ich noch nie etwas wie dich gesehen habe. Ich versuche immer noch zu verstehen, dass das alles hier echt ist. Mein Name ist Fran. Ich bin ein menschliches Mädchen. Der König schickte mich, um Arme und Beine zu bekommen, damit ich nach Hause kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können dir Arme und Beine besorgen. Um das zu schaffen, müssen wir aber ein wenig weiter reisen. Bist du bereit, die Pfoten des Biests zu betreten? Welches Biest? Ich bin das Biest. Gehen wir. Oh, wie wo die überall hingeschleift wird, das Mädel. Wow. Oh, wie schön. Da wären wir. Wow. Dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke. Das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist des großen Valukas erschuf es. Hier gibt es das reinste Wasser im Universum. Oh wow, das klingt toll. Wer ist der große Valukas? Hast du noch nichts von den 5 Realitäten gehört? Er ist der König der ersten Realität. Hashtag überlappende Realitäten. Überlappende Realitäten, Freunde, ich sag's nur nochmal. Ja? Vor langer Zeit war er im Krieg mit der Dunkelheit. Und eines Tages fiel er. Er fiel so schlimm. Sein Herz war gebrochen. Er war ganz allein. Aber er kam nach Itersta und sein Blut färbte dieses Wasser pink. Darum ist es so rein. Eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt super. Ich meine, ich wusste nichts von anderen Realitäten. Aber ich, Fran, aber ich wusste es schon. Und warum bist du hier? Was brachte dich nach Itersta? Mein Kätzchen, Mr. Midnight und ich waren auf unserem Heimweg. Ich war so glücklich, ihn zu sehen und zu umarmen. Aber dann fielen wir. Das große Monster, das mich folgt, hat es getan. Er zerstörte die Brücke. Er will mich tot sehen. Wer würde dich tot sehen wollen? Das klingt schrecklich.
ich möchte lieber nicht darüber reden. Aber Herr Doktor, warum bin ich denn ein Baum geworden? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie wahr werden. Du hast es getan, um dich selbst am Leben zu halten. Sieh es mal so. Dein menschlicher Körper wurde zerstört. Aber du wolltest Fran bleiben. Du wolltest dein Leben behalten. Also hast du diese leere Hülle genutzt, um all deine wertvollen Erinnerungen bei dir zu behalten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Menschen, einen Baum als Verpuppung nutzen sehe. Aber es ist gefährlich, dich hier zu haben. Das macht unser Land angreifbar. Ich habe mir das selbst angetan? Wow, aber Palantras, wie? Ich wusste überhaupt nicht, dass ich überhaupt was getan habe. Du wusstest wirklich nicht, was du getan hast? Verstehe. Nun denn, als du nach Idhersta gereist bist, hast du eine Tür zwischen deiner und unserer Realität geöffnet. Und durch diese offene Tür können unbekannte Monster auch in unsere Realität eindringen. Und wenn das geschieht, wird das Gleichgewicht vergiftet. Und es gibt nur einen, der die zweite Realität vergiften würden wollte. Das Monster. Das schlimme Schwarze. Oh nein, wein doch nicht. Das darf nicht schon wieder passieren. Auf keinen Fall. Nicht traurig sein, Doktor. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh, kleines Mädchen. Du bist so nett. Und du musst dich für nichts entschuldigen. Du bist etwas ganz Besonderes. Aber konzentrieren wir uns nun auf deine Arme und Beine. Ja, Herr Doktor. Soldat der Sonne, Geist des Wassers, gebt Fran ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fran? Aus Idhersta. Wow, ich fühle mich wie ein schöner Baum. Ich habe Blätter. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ich habe dir gesagt, wir kriegen das hin. Das Wasser ist magisch. Es heilt alles. Alles? Glaubst du... Ich meine, glaubst du, du kannst Mami und Papi wieder heil machen? Wie meinst du das, heil machen? Was stimmt denn nicht mit ihnen? Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Und du bist so flauschig und schön. Ich hatte mal einen anderen Doktor. Dr. Dern. Er war ein böser alter Mann. So? Ich wette, so schlimm war er gar nicht. Vielleicht hat er nur nach den Regeln gehandelt. Gehen wir jetzt. Ich setze dich bei der Station ab.